Ja, vereinzelt gab es Anfragen zu Beispielen. Ich sage mir immer, wenn ihr die Vokabeln könnt, dann zerpflückt ihr jede Aufgabe. Das möchte ich eigentlich an so ein paar Beispielen dann deutlich machen, dass ihr euch selber auch wirklich zutraut, da ranzugehen und euch sagt, egal was da steht, irgendwie komme ich schon auf die entsprechenden Ansätze, auch wenn der erste Ansatz vielleicht mal falsch ist. Fehler machen ist nicht schlimm. Die ganze Mathematik ist eigentlich darauf aufgebaut. Die größten Fehler führten zu den fantastischsten Entdeckungen. Aber da will ich euch jetzt nicht mit volllabern. Zum Beispiel so ein Klassiker, so ein Fluss, soll das sein? Und ihr wollt, was weiß ich, eine Brücke bauen von einem Punkt zum anderen, von dem hier zu dem hier. Und nehmen wir mal ein einfaches Beispiel rund um Sinus, Cosinus, Tangens. Wenn wir bei rechtwinkligen Dreiecken bleiben, dann geht ihr hier genau im rechten Winkel zu noch einem Punkt. Dann habt ihr irgendwie so Punkte A, B und C. Und jetzt steht ihr hier und peilt einmal diesen Punkt an. Man muss sich so vorstellen, ihr steht so da. Und dann mit irgendeinem Messgerät peilt ihr dann entsprechend diesen Punkt an. Und das ergibt, dass wir hier 30 Grad haben. Der Fußmarsch von hier nach hier war 15 Meter und jetzt sollt ihr die Länge der Brücke angeben. Und dann sagt ihr euch ganz einfach Vokabel rechtwinklige Dreiecke mit Sinus, Cosinus, Tangens, vielleicht auch Kotangens mit den entsprechenden Verhältnissen, was mit Gegenkathete, Ankathete und Hypotenuse entsprechend gilt. Schaut ihr euch hier den Winkel an. Gegenüber vom Winkel ist die Seite, die ihr sucht. Die Hypotenuse ist ja immer gegenüber vom rechten Winkel, da ist also nichts mit. Hier vom Winkel haben wir gegenüber die Gegenkathete und an dem Winkel hier dran die Ankathete. Also sollte direkt die Vokabel anspringen. Tangens von dem Winkel ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Entsprechend dann verwerten, wir haben den Winkel gegeben, wir haben die Gegenkathete gegeben. Oder nee, die Gegenkathete haben wir nicht gegeben, muss auch hingucken, die ist gesucht, die Ankathete ist 15, hier eingesetzt und naja, jetzt habt ihr wie immer eine Gleichung, die ihr lösen müsst. An dieser Stelle am geschicktesten einfach mal 15, hier steht geteilt durch 15, also mal 15 rüber, Tangens 30 Grad mal 15 ist gleich der Wert der Gegenkathete, entsprechend eingeben und dann seid ihr durch und dann mache ich mal immer so ein Video, wo man sich das Ganze so zurechtbasteln kann. Eigentlich könnt ihr euch die Übungsaufgaben auch selber basteln. Dann könnt ihr mal ein neues Buch schreiben. Nicht wie die alten Verstaubten. Ja, das wäre ein Beispiel. Und da haue ich mal immer so ein paar noch rein. Wenn ihr noch irgendwas Besonderes habt, schickt es einfach durch. Aber wie gesagt, Vokabeln, vielleicht legt ihr euch die Vokabeln daneben. Dann immer überlegen, wo passt es am besten rein? Was habe ich gegeben? Wo kann ich es entsprechend dann einsetzen und verwerten und wie stelle ich dann am Ende, wenn ich eine Gleichung habe, diese am besten um? Oder im schlimmsten Fall, wenn es auf zwei Gleichungen führt, wie kann ich die am besten verwursteln? Aber der Weg ist das Ziel und da werdet ihr locker durchkommen mit den Vokabeln.